Ich hätte jetzt nicht damit gedacht, dass... Okay. Okay. Ich würde sagen, das lief nicht so gut. Gibt's bestimmt ein Archiv mit Stich 50 mal zu oder so. Ja, aber ist doch... Also... Guck ihn dir an, wie er aussieht. Der Arme. Also, ich weiß ja nicht. Einfach Jona gleich 100 Mal, genau. Nein. Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Ja, ich hab mich eigentlich nur versucht zu wehren. Aber es ist ein bisschen ausgeartet. Also ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr. Und was ist hier passiert? Alles niedergebrannt, oder was? Dafür wird's etwas lebensbejahender. Nicht. Genau, Stevie. Den Blomstert die Kone mit Lust du verdienst du den Alkas über so. Sind wir jetzt auf den Spuren von dem König? Da oben verfolgt uns jemand. Da oben auf dem Berg. Können Sie das sein lassen? Was ist denn das jetzt auf einmal? Ist es wirklich diese Hexenjagd, die wir vorhin gehört hatten bei dem Buch von dem König? Auf der Suche nach der Blume? Was ist denn... Meine Fresse, das ist aber auch schwere Kost heute hier. Also ist ja... Mann.
Das ist ja anders wild. Hexengericht. Ja, aber sie hat sich ja selbst gerichtet. Also... Also... Also ich würde sagen, ich sehe es daran, weil sie den Arm nach hinten hat, so. Dass sie das selber gemacht hat. Vielleicht. Ich kann das Ding auch noch bewegen, ey. Wer kommt dann auf diese Idee? Achso, wegen dem Ding da unten, okay. Oh Gott, ich dachte, jetzt passiert irgendwas mit ihr. Nimm den Schlüssel. Mann, diese... Drecksfliege. Nee, ist klar. Ja, moin. Als ob ich jetzt da... Okay, ich muss da lang. Ja, ist cool. Okay, also wir müssen wahrscheinlich irgendwie an denen vorbei... schleichen. Hoffe ich. Okay, das ist aber der falsche Weg hier. Nee. Kann ich hier einfach wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss hinter ihm so. Wohl, ja, ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt da lang oder da lang gehe. Hauptsache, die sehen mich nicht. Ja. Ach mal, ja. Aber die sind zum Glück ein bisschen dämlich. Okay, cool für mich. Wiedersehen. Hier ist eine Kerze. Warum ist da eine Kerze? Gibt's hier irgendwas Gutes? Was ist das? Was? Ich verstehe die Zeichnung nicht. Das nächste Buch. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. Also, ich verstehe gar nicht warum. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Sehr allgemein gehalten. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. Sie rennt ja auch nackt rum und... Egal. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman. But to no avail. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources.
Was stimmt da mit den Leuten nicht? Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. Die war bestimmt erfolgreich. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Okay. Das ist anders. Aber okay. Aber die Vögel, die könnten jetzt ein bisschen problematisch werden. Warte mal, kann ich... kurz überlegt. Könnte ich die Vögel umlaufen, indem ich quasi hier lang gehe? Da lang gehe? Hier rüber springe gleich? Okay, ist ein klares Nein. Ganz klares Nein. Gut. Dann machen wir es halt anders. Dann verjagen wir einmal kurz die Vögel. Nein! Wenn man einmal den falschen Knopf drückt, ist unfassbar. Okay, warte. Kann ich die Vögel irgendwie... Als ob. Okay. Müssen wir doch anders machen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Hä? Wieso hat es nicht geklappt? Als ob die so schnell sind. Okay. Denn Plan B, everyone, Plan B. Das wird nicht funktionieren. Kann ich ganz langsam. Du musst links hoch und dann rechts runterspringen. Was? Du willst mir sagen, ich soll jetzt hier links. Hier hoch. Kann ich nicht. Stevie. Kann ich nicht. Es geht nicht. Ich wäre jetzt nämlich ganz anders gelaufen. Runterspringen. Was denn für ein Runterspringen? Nicht hoch. Du hast doch gerade davor geschrieben, du musst links hoch und dann rechts runterspringen. Deswegen bin ich nach links gegangen, um da hoch zu gehen, um dann irgendwo rechts runterzuspringen.
Da komme ich nicht hin, da komme ich auch nicht vorbei. Da bin ich denn zu nah dran. Ne? Wenn ich aufstehe, kann ich auch nicht. Du kommst bei den Vögeln nicht durch. Deswegen wollte ich sie ja wegjagen. Da will ich die Vögel da so wegziehe. Weil hier werde ich nicht hochkommen. Das einzig Gute, was jetzt ist, ich habe es jetzt aufmerksam gemacht und konnte mich instant wieder verstecken. Und dadurch sind die Vögel jetzt so unten weg. Das heißt, wir warten jetzt wieder, bis sie an ihrem Schmack-Schmack-Platz sind, um dann da vorbei zu sneaken. Jetzt rechts runter. Nee, jetzt gibt es kein rechts runter. Jetzt wird hier einfach hier lang liegen. Scheiße. Wieso kann ich denn hier diesen, dieser Höhe hier nicht... Was? Warum? Warum geht das nicht? Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt blöd. Ich dachte, ich kann da so einfach dran vorbei jetzt. Aber nein, kann ich nicht. Gut, probieren wir nochmal das, was Stevie sagt. Loggen sie jetzt nochmal her. Jetzt sind sie dämlich. Okay, wir haben es geschafft. Das war ja auch gar nicht so einfach. Kreuze, Kreuze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist schon wieder Wasser. Ich und Wasser. Wir wissen es, wir kennen es. Das geht nicht gut aus. So. Was ist hier los? Hey, 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 lass mich doch in Ruhe! Woher sollte ich denn wissen, dass du hier bist? Okay. Ich habe aber auch keine Waffe, wie soll ich denn... Also Benny Hill-Style mäßig. Oh Gott, das war jetzt aber auch wieder... Puh. Jetzt. Okay, cool. So, dann haben wir hier wieder eine brennende Tür. Was haben wir denn hier für ein Symbol drauf? Kreuz nach unten. Hä? Und ein Strich. Mäßig. Hallo? So, du bist. Nein. Du bist. Ja. Du bist. Nein. Was noch irgendwas hier? Nein. So, was haben wir hier? Du bist. Hallo? Ja. Nein. Okay, hier ist nichts weiter.
Uns fehlt aber noch das... Das Ding in der Mitte. Wo ist das Ding in der Mitte? Was war da? Hier vorne ist noch was. Das hier. Aber irgendwas fehlt uns dann doch, glaube ich, noch, oder? Ja, doch. Müsste jetzt alles sein. Oder? Keep it back! Ja, moin. Was ist das denn jetzt alles? Viereck. Dreieck. Dings. Plus Kreise, okay. Dann. Viereck. Das da. Nee. Ich dachte, hier gibt's die Kreise, aber gibt's nicht. Okay. Ah, Dreieck. Nee, Kreise. So. Müsste jetzt alles sein, oder? Viereck, Dreieck. Nice.